Heute wird es sehr spannend. Es geht um drei Personen, aber alle eint sie ein Thema. Zum einen schauen wir uns den Aufruf von Julian Assange an, der seinen ersten Auftritt seit seiner Freilassung hier in Straßburg hatte. In dem Zusammenhang die Rolle von Annalena Baerbock des Auswärtigen Amtes. Man kann schon sagen, folgsam, hinterhältig und die absolute Weltmeisterin der Doppelmoral. Das ist übrigens ein Zitat von Fabio De Masi. Und zum Schluss geht es ebenfalls nochmal um eine besondere Aussage des Ex-Präsidentschaftskandidaten und US-Politikers John Kerry, was er zu dem ganzen Thema der Meinungsfreiheit hier so hält. Denn er möchte am allerliebsten die amerikanische Verfassung verändern und einen Wahrheitsbeauftragten hier einsetzen. Und damit herzlich willkommen hier bei Warum.kritisch. Mein Name ist Lil. Schön, dass ihr Zeit für dieses doch interessante Thema habt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Es lohnt sich. Und ihr bekommt natürlich auch noch einen ganz besonderen Link zu einem YouTube-Video bezüglich Julian Assange. Und damit kommen wir auch zunächst zu dem ersten Thema, Julian Assange. Der 53-jährige Australier, WikiLeaks-Gründer, ist ja seit Juni frei und er hat sich nun in Straßburg das erste Mal der Öffentlichkeit hier gezeigt. Bevor wir zu der wichtigen Aussage von Julian Assange in Straßburg kommen, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Ihr wisst ja, er ist der Gründer von WikiLeaks, mittlerweile 53 Jahre, kommt aus Australien und er hat insgesamt 12 Jahre Botschaftsasyl beziehungsweise in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh hier verbracht in Großbritannien. Und der Australier hat sich, so heißt es, offiziell im Rahmen einer Vereinbarung mit der Justiz der Vereinigten Staaten der Verschwörung zur Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig bekannt. Vor seiner Haft hatte Julian Assange 7 Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl gefunden. Assange wurde ja in den USA im Jahr 2010 beschuldigt, 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Die Papiere enthielten brisante Informationen über die Kriege im Irak und in Afghanistan, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und Misshandlungen von Gefangenen durch amerikanische Militärangehörige. Unter den von WikiLeaks veröffentlichten Daten befand sich auch ein Video eines Hubschrauberangriffs der US-Streitkräfte in Bagdad aus dem Jahr 2007, bei dem 11 Menschen getötet wurden, darunter im Übrigen 2 Journalisten von Reuters, dieser Agentur. Über seinen ersten öffentlichen Auftritt berichteten natürlich mehrere Medien. Ich habe mir hier den Bericht der Berliner Zeitung als Grundlage für dieses Video über Julian Assange hier genommen und werde euch diesen Artikel natürlich unten in die Infobox packen, wie auch noch zum Thema Annalena Baerbock entsprechende Artikel von Telepolis. Bei der Berliner Zeitung heißt es, zum ersten Mal seit seiner Entlassung aus dem britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh hat sich WikiLeaks-Gründer Julian Assange öffentlich zu seinem Fall geäußert. Der Grund, warum er auf freiem Fuß ist, sei nicht, dass das System funktioniere oder dass Gerechtigkeit geübt worden sei, sondern dass er sich des Journalismus schuldig bekannt habe. Diese Aussage tätigte Julian Assange bei einer Anhörung des Ausschusses für Recht und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg. Wörtlich sagte er, als ich aus dem Kerker von Belmarsh kam, bedauerte ich, wie viel Zeit verloren gegangen war. Ich sehe mehr Geheimhaltung, mehr Vergeltung, mehr Selbstzensur. Und diese Aussage, die er getätigt hat vor diesem Ausschuss, hat er komplett abgelesen, denn er sagte, er sei noch nicht in der Lage, frei über all seine Erlebnisse während des Asyls bei der Botschaft von Ecuador, beziehungsweise er sei auch nicht in der Lage, über seinen Gefängnisaufenthalt in Belmarsh frei zu reden. Und man merkte ihm auch an, dass er ziemlich angeschlagen ist. Und man merkt schon, obschon er ja erst 53 Jahre alt ist, dass er einiges hinter sich hat, ich sage das mal wirklich so. Und in Bezug auf die US-Ermittlungen gegen ihn und WikiLeaks sagte Assange, dass die CIA und insbesondere ihr Ex-Direktor und ehemaliger US-Außenminister unter der Regierung von Donald Trump, das ist nämlich Mike Pompeo gewesen, ihn, seine Familie und seine Mitarbeiter mit aggressiven, außergerichtlichen und extraterritorialen Mitteln ins Visier genommen hätten.
Und wörtlich sagte er, es ist nun öffentlich bekannt, dass die CIA unter der ausdrücklichen Anweisung von Pompeo Pläne zur Entführung und Ermordung meiner Person in der ecuadorianischen Botschaft in London ausgearbeitet und die Verfolgung meiner europäischen Kollegen genehmigt hat, wodurch wir Opfer von Diebstahl, Hackingangriffen und der Verbreitung falscher Informationen wurden. Er räumte ein, dass er Bedenken hätte, in der Öffentlichkeit aufzutreten, da er sich noch immer von seiner Inhaftierung und der häufigen Isolation erholen müsse. Er habe jedoch beschlossen, von Australien nach Frankreich, also hier nach Straßburg, zu reisen, da der Anlass zu wichtig gewesen sei. Seine Rede beendete Julian Assange mit der Aufforderung an alle Journalisten, den Kampf fortzusetzen. Am Mittwoch, also am heutigen Mittwoch, findet im Übrigen eine Plenardebatte der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu diesem Thema der Inhaftierung und Verletzung von Menschenrechten von Julian Assange hier statt. Dem Europarat gehört seit dem Ausschluss von Russland 46 Länder an. Die Organisation ist nicht mit der EU verbunden. Der Ausschuss argumentiert, dass Assange aufgrund der unverhältnismäßig schweren Anklagen, die von den US-Behörden gegen ihn erhoben wurden, sowie der hohen Strafen, die im Spionagegesetz für journalistische Tätigkeiten vorgesehen sind, als politischer Gefangener einzustufen ist. Kommen wir nun aber zu den zwei sehr entgegengesetzten Rollen, die Annalena Baerbock im Zusammenhang mit der Verhaftung von Julian Assange hier eingenommen hat. Nämlich einmal hier als Kanzlerkandidatin und als Außenministerin. Als Kanzlerkandidatin hat Annalena Baerbock vehement die sofortige Freilassung von Julian Assange hier gefordert. Man muss allerdings rückblickend sagen, das war wohl auch nur eine Taktik. Denn sie wusste ganz genau, dass viele Wähler, die auch gerne grün wählen, auf jeden Fall damals die sofortige Freilassung von Julian Assange hier einforderten. Aber kaum war sie Außenministerin, änderte sich ihre Haltung. Das muss man ganz klar hier sagen. Denn das Auswärtige Amt ließ damals verlautbaren, die Bundesregierung folgt den Auslieferungsprozess gegen Herrn Julian Assange weiterhin sehr aufmerksam, ebenso wie die öffentlich verfügbaren Berichte über seinen Gesundheitszustand. Und die Bundesregierung hat keinen Anlass, an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens und des Vorgehens der britischen Justiz zu zweifeln. Das war eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes vom 9. Februar 2022. Die damalige Menschenrechtssprecherin der Linken im Bundestag, das war damals Jacqueline Nastic, die zwischenzeitlich jetzt zu BSW gewechselt hat, machte diese Antwort des Auswärtigen Amtes damals sprachlos. Nastic kritisierte gegenüber Telepolis, dass sich die Bundesregierung auf eine passive Beobachterrolle zurückziehe, während der in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis inhaftierte Assange nach Aussagen des UN-Sonderberichterstatters Nils Melzer Folter, unmenschliche Behandlung erleiden und ihm wegen der Aufdeckung von Kriegsverbrechen eine horrende Haftstrafe drohen. Dann gab es eine weitere Mail vom 3. Mai 2023. Sie offenbart nämlich, dass das Auswärtige Amt die Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg drängte, Assange am Tag der Pressefreiheit nicht als Journalisten zu bezeichnen. Obwohl die Bedeutung dieser Bezeichnung bekannt war, sollte sie vermieden werden. Warum ist es so wichtig, dass man Julian Assange als Journalist bezeichnen sollte? Nun, das würde die Freilassung natürlich vorantreiben, aber die Amerikaner haben Julian Assange nicht als Journalisten bezeichnet, sondern ihn als Kriminellen eingestuft. Und Baerbock hat vehement vermieden, Julian Assange hier als Journalisten zu bezeichnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also mehr Stiefeleckerei geht doch schon gar nicht mehr, oder? Nun müssen wir uns nochmal eine besonders beunruhigende Aussage eines US-Politikers hier anschauen. Das ist eine Aussage, die der Ex-Präsidentschaftskandidat John Kerry vor wenigen Tagen bei einem Treffen des Weltwirtschaftsforums hier getätigt hat. Er äußerte sich nämlich dazu, wie man Desinformationen bekämpfen könnte. Denn Kerry fordert, dass die US-Verfassung geändert werden müsse, weil Meinungsfreiheit letztendlich hinderlich sei. Wörtlich sagte er, unser erster Verfassungszusatz, der die Meinungsfreiheit garantiert, stellt ein großes Hindernis für die Fähigkeit dar, Desinformationen aus der Welt zu schaffen. Was wir brauchen, ist das Recht zu regieren, indem wir hoffentlich so viele Stimmen gewinnen, dass Veränderungen umgesetzt werden können. Und er möchte gerne eine Art von Wahrheitsbeauftragten haben, der dann feststellt, was wirklich die Wahrheit ist. Er findet es ganz schwierig, dass es hier so viele Desinformationen gibt und dass die Menschen sich frei aussuchen können, welcher Informationen sie denn nun Glauben schenken. Das ist doch wirklich ungeheuerlich. Ja, wie ihr seht, die Selbstzensur ist nach wie vor bei vielen Journalisten gegeben.
Wer will denn schon solch ein Schicksal erleiden wie Julian Assange? Und auch die freie Meinung hier zu äußern, das könnte unter Umständen, wenn es nach John Kerry geht, demnächst der Vergangenheit angehören. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Meinung und ich werde die Kamera ausschalten und mich meiner blöden Erkältung ein bisschen widmen müssen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Dille.